Der Vorhang sperrt das Leben aus und schluckt den Lärm der Stadt. Ein letztes weiches Licht liegt auf der Wand. Die Stimme aus dem Bett kommt nur noch zögernd an und matt. Und einer hält die klein gewordene Hand. Wenn Liebe erst zu Schmerz gerinnt, wenn jeder Satz Gewicht gewinnt, wenn schon Erinnerung beginnt, dann hört man sie, es sind letzte Worte. Was werden meine sein? Was werden deine sein? Was fällt uns wohl zum guten Schluss noch ein? Letzte Worte. Ob dann sich niederschlägt, was unser Leben prägt und ob uns das durch jede Stunde trägt. Man schrieb es flüsternd auf, was uns die Großen ihrer Zeit als letztes hinterließen vor dem Tod. Für einen war das Sterben wie ein Sprung in Dunkelheit, ein anderer gab sein Leben ab an Gott. Ein Spötter sah vor Staunen starr, was für ein Nichts sein Leben war, und feilschte um ein halbes Jahr und starb doch wie ein Narr. Letzte Worte, was werden meine sein? Was werden deine sein? Was fällt uns wohl zum guten Schluss noch ein? Letzte Worte, ob dann sich niederschlägt, was unser Leben prägt und ob uns das durch jene Stunde trägt. Ein reicher Armer lud den Tod mit offenen Armen ein. Ein anderer sah den Himmel offen stehen. Ein armer Reicher fand es Hölle, ganz allein zu sein. Ein Dichter rief nach Licht, um klar zu sehen. Wenn nichts mehr bleibt von Ruhm und Geld, wenn Sprüche machen nicht mehr zählt, wenn nur ein fester Anker hält, dann räumt der Stolz das Feld. Letzte Worte, was werden meine sein? Was werden deine sein? Was fällt uns wohl zum guten Schluss noch ein? Letzte Worte, ob dann sich niederschlägt, was unser Leben prägt und ob uns das durch jene Stunde trägt. Auf einem Hügel vor der Stadt hängt einer in der Luft und stirbt verhetzt, verlassen und verlacht. Er segnet seine Feinde noch, bevor er endlich ruft, was er nur sagen kann, es ist vollbracht.
weil dieser Satz bis heute reicht und quer durch mein Versagen streicht, das letzte Defizit begleicht, sind sie mir eher leicht die letzten Worte. Was werden meine sein? Was werden deine sein? Wird das vielleicht schon heute abgemacht? Letzte Worte, sie stehen schon heute fest. Wer Gott sein Leben lässt, der hört es bis zum Schluss. Es ist vollbracht.